liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Strahlender Diamant und wir machen heute weiter mit einer kleinen Einschränkung von mir. Es kann jederzeit einen Anruf bekommen, ich bin auf Bereitschaft, das heißt, falls ich einen Anruf bekomme, muss ich hier direkt abbrechen. Das ist jetzt, hoffentlich funktioniert das jetzt erstmal die nächste Zeit. Es kann also zwischendurch sein, dass mein Handy klingelt und mal Nachrichten reinkommen. Also ich muss jetzt auf laut haben, ich kann es jetzt nicht auf laut stellen, falls halt irgendwas passiert. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Also, es geht weiter mit Pokémon Strahlender Diamant und wir machen heute die nächste Aufgabe, die uns ansteht. Und wir sollen auf den Gipfel des Kraterbergs im Team Galaktik auszuhalten. In der letzten Folge haben wir das Hauptquartier auseinandergenommen und haben Selfie, Turbos und Vesprit befreit. Und heute soll es zum großen Showdown gehen. So. Und das machen wir auch. Wir starten in Herzhofen auf jeden Fall. Oder haben in Herzhofen gestartet. Und ich hoffe, dass das jetzt die richtige Route ist. Ich setze mal Schütze ein. Ich hoffe, dass das von der Lautstärke auch hier ein bisschen besser ist. Jetzt alles in den letzten Dings, weil da einer wieder drunter geschrieben hat. Du bist so leise, man hört dich nicht. Ich hoffe, dass alles soweit wieder okay ist. So. Jetzt machen wir ein. So, ich hoffe es, wie gesagt, dass alles soweit zu verstehen ist. Und ja, warum ich kein Layout besitze, liegt einfach daran, dass ich es einfach nicht wirklich kann. Ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht. Und ich glaube, wir sind trotzdem falsch. Ich glaube, wir hätten... Warte mal, kann ich hier lang? Oder? Ich glaube aber nicht. Ne? Ich glaube, wir sind komplett falsch gerade. War das Herzhofen? War das überhaupt Herzhofen? Nee, passt nicht. Weil Kraxler kann ich nicht einsetzen. Protein auf jeden Fall mitnehmen. Gut, dann muss ich woanders hin. Ach, wo war das denn? Von wo war das denn der Start? Wie war das denn nochmal? Das ist schon was länger her jetzt. In den letzten. Als ich das letzte Mal gespielt habe. So, fliegen. Wo müssen wir denn da starten? Also, den Herzhofen ist falsch. Elises, glaube ich, war es. Genau. Ich erinnere mich. Glaube ich, jetzt erinnere ich mich gerade. Elises und dann da hoch. Und dann könnten wir tatsächlich, so wie wir eigentlich zur Route 216 gegangen sind, können wir nämlich heute können wir auch da auch hoch über die Route 211. Also Trainer müssten wir eigentlich alle besiegt haben. Es fehlt uns ein Item. Ne, Kraxler können wir sogar einsetzen. Ne, können wir einsetzen? Können wir Kraxler sogar einsetzen? Doch, ja klar, natürlich können wir Kraxler einsetzen. Weil wir haben ja den 7. Orden, wir haben das ja schon gemacht. Erstmal dann zur Trümmerer, weil ich will mal kurz da hochgucken, was da noch ist, ob da noch irgendwas Wichtiges für uns ist. Ob wir noch ein Item mitnehmen könnten. Ja, da oben ist noch ein Item. Und zwar, oh, die Team 29 Psychokinese. Sehr geil. Hat sich schon mal jedenfalls gelohnt, da hochzugehen und das mal mitzunehmen. Ja, es hilft manchmal ein bisschen, auch nochmal Orte zu erkunden, die man eigentlich schon erkundet hat. Und ja. Und mal noch schnell eine Ecke mitzunehmen. Und das haben wir jetzt hier auch getan. Ich kann jetzt heute nicht versprechen, dass wir, wie lange ich heute aufnehme, ob das jetzt wieder die über 2 Stunden werden, die ich beim letzten Mal schon aufgenommen habe, oder ob das jetzt diesmal kürzer wird. So, auflockern. Weil wir müssen hier mal alles ein bisschen lockerer machen, mein Freund. So. Staraptor. So, Item kann man alles mitnehmen. Jetzt gehe ich doch Items mitnehmen. Ich möchte jetzt gerade keine wilden Pokémon haben. Also, wie gesagt, hier der See, das ist der für die Barschwa, falls ihr ein Milo Tickets Team nehmen wollt. Das lohnt sich. Ich habe es mal im Team gehabt. Es dauert. Es ist ein hartes Stück Arbeit, aber theoretisch lohnt es sich. So, hier oben kann ich bestimmt nicht weiter, weil... Moment. Doch, ist richtig. Komme ich jetzt hier überhaupt weiter? Ist das überhaupt der richtige Weg jetzt? Das ist es halt, ne? Ich kenne den Weg nicht mehr exakt auswendig. Es ist ein Beleber. Naja, na, besser als nichts. Muss ich ein weniger kaufen. Da unten ist noch ein Item. Warum habe ich das nicht schon gemacht? Ah, ne, da war ich genau. Ich wollte nur... Ich
wollte damals nur Route 216, zur Route 216, um mir mein Teammitglied zu fangen. Oh, ein Typ Genesung. Um ja Rex dann Schneebedeck zu fangen. So, ich hoffe, dass ich jetzt da richtig bin. Dass ich jetzt hier hochkomme. Oder sind wir da falsch? Wir sind dort falsch. Weil da geht es nämlich meines Wissens raus, Route. So, warte mal. Nee, ach. Oh Gott, ist das ekelhaft gerade. Dass ich das jetzt echt nicht mehr weiß. Aber wir werden sowieso heute nicht den ganzen großen Weg machen. Ich denke mal, wir werden irgendwo einen kleinen Break drin setzen müssen. So. Nehme ich das kurz mit, das Item hier hinten, das noch hier ist. Ich meine, ich erinnere mich, dass es hier war. Hier ist noch ein Item. Top Elixier. Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen. Mich ärgert es gerade, dass ich jetzt gerade Zeit verplemper und nicht wirklich. Das ist nicht die. Es ist. Darum geht es auf jeden Fall zur Route 216 und ich bin mir nicht sicher genau, wie mir der Weg war. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine aber, es wäre hier. Wo war das denn der Weg? Boah, Alter. Ich muss jetzt tatsächlich nachgucken. Ich muss jetzt tatsächlich nachgucken. So. Alles klar. Ich habe die Städte verwechselt. Also, Herzhofen, hatte ich jetzt im Kopf, dass das jetzt der Weg ist. Nein, ihr müsst nicht von Elysis ausgehen, sondern die andere Stadt auf der anderen Seite mit E, sondern Herzlingen. Ihr müsst nach Erzlingen am Anfang. Und dann ist es der richtige Weg. Och, Alter, gib mir das auf die Eier. Naja, aber alles gut. So, ich muss also nochmal fliegen gehen. Nein, ich möchte nicht speichern. Ich möchte eigentlich fliegen. Und zwar fliege ich heute nach Erzlingen. Eben genau. Und Erzlingen ist der richtige Weg. Und dann müsst ihr da auftreten. Müsst ihr von dort aus durchstarten. Und dazu braucht ihr ein Fahrrad, glaube ich, meines Wissens. Nämlich, um diese Route hier hochzukommen. Hier ist nämlich irgendwie diese Route 207, was unser Rivale mal vor, auch keine Ahnung, zig Folgen angesprochen hat. Ziemlich am Anfang mal. Wo wir den ersten Orden holten. Das, ne? So. Doch. Wo wir den ersten Orden geholt haben, da hat er gesagt, ja, ihr kommt da nicht hoch ohne Fahrrad, das geht nicht. Und, ja. So, also. Gehen wir hier lang. Ich hoffe, dass es der diesmal richtige Weg ist. Ich bin echt gerade. Nein, also nochmal. Wir müssen es, glaube ich, jetzt anders machen. Also. Oh Gott, es ist A, früh am Morgen und B, ist mein Gedächtnis gerade nicht das Beste. Also, ich glaube, wir müssen trotzdem hier hoch. Also, sicher bin ich mir nicht. Nein, warum? Du starrst eigentlich einen Kilometer weit weg. Oh, jetzt muss ich da nochmal hoch. Ja, wir werden zwischendurch definitiv einen Break machen. Das ist ganz klar. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Also nochmal das Ganze. Ah ja, ist gut. So. Warum? Warum? Ich will da hoch. Du stehst links in dem Ding und sagst dann, ich spring da runter. Ich will da rüber. Ich will dahin damit, wo das, das Kraxler-Ding ist. Muss ich da jetzt tatsächlich rüber? Ja, okay. Da geht's so. Also, ihr merkt schon, es ist ein bisschen kompliziert. So, also hier hoch. Und dann sind wir hoffentlich auf dem richtigen Wege. So, hier finde ich weiterhin erstmal einen Top-Trank. Da
gucke ich hier unten rein. Da unten ist nämlich auch noch ein Item. Und zwar ein Fluchtseil. Okay, gut. Nehmen wir mit. Auch da hinten befindet sich noch ein weiteres Item. Komme ich da jetzt ohne weiteres ran? Moment. Doch, da komme ich doch ran. Genauso wie da oben. Hier ist nochmal ein Beleber. Mir fällt gerade übrigens ein, wir haben eine Ecke vergessen. Komplett vergessen. Einen Ort zu besuchen. Und zwar. Oh! Und zwar die Eiseninsel. Das erinnert mich gerade noch. Das machen wir dann nach, sobald ich hier fertig bin. So, ich muss hier. Also wie gesagt, das wird heute wahrscheinlich schwierig werden, dass wir das irgendwie alles heute kriegen. Ich muss nur ganz kurz. Okay, da oben steht schon eine Rüpel. Dann war doch auf dem richtigen Weg. Ich war jetzt eigentlich nur dafür die Idee. Ich muss nur ganz kurz hier ein bisschen durchgucken. Oh, ein Tappeleber. Nein, ich hab's auch. Ich gucke mir lieber gerne mal die kompletten Ecken hier an und alles drum und dran. Und dann gehen wir hier hoch und dann holen wir uns diesen Rüpel. Oder eine Rüpelin ist es ja. An Skripillen wurden zwei wichtige Aufgaben gegeben. Und der erfolgreiche Ablauf der Operation am Berggipfel ist die erste. Und Nummer zwei befiehlt jegliche Störenfriede unschädlich zu machen. Genau. Ja, machen wir so. So, Papinella. Also wie gesagt, die Eisinsel machen wir, sobald wir hier fertig sind. Die muss ich auch noch machen. Doch, ja, also, klar, Eisinsel. Die ist nicht Rüstungsinsel, war glaube ich ein Pokémon Schwert und Schild. So, also, feste drauf mit dem Eishieb. Das sollte effektiv sein, das sollte auch reichen. Ja. So. Und dieser kleine Rüpel ist schon besiegt. So. Dann geht's hier weiter. Da ist noch einer. Okay. Dann sind wir doch auf dem richtigen Wege. Unsere Zeit ist gekommen. Die Zeit von Team Galactic. So, dann gucken wir mal uns das Ganze jetzt ein bisschen an. Wir haben einen Bronzel als Gegner. Bronzel ist natürlich das Problem, weil es ist ein Pokémon, was gegenüber unserem Vorteil ist. Durch den Typ Stahl. Aber dann gucken wir gerade, was wir haben im Team, was ich da habe. Galoppa. Okay. Nehmen wir mit. Ja, ob ich Pokémon Legends of Arceus Let's Play, weiß ich noch nicht. Dazu fehlt mir momentan auch ein bisschen das Kleingeld, um das Spiel mir zu holen. Aber es wird. Vielleicht wird es noch kommen. Guck, wie ich Bock drauf habe. So. Galoppa wird ein Hagelkörner getroffen. Ich glaube, die dreht. Ja. Ne, er wird tatsächlich auch. Ich dachte, mir wird nicht. Du überlebst die Attacke? Du überlebst den Flammenwurf? Eisenabwehr? Mhm. Okay. Okay. Okay, okay. So. Wenn es im Hintergrund ein bisschen laut sein sollte, dann liegt das daran, dass ich gerade das Fenster auf habe noch. Es ist, wie gesagt, ich bin früher aufgestanden und habe Fenster offen hier, mal zum Durchlüften. Ihr kennt das ja, wenn man aufsteht, dann früh. Und so, okay. Anderes Thema. Oh, wir sind ein bisschen draußen. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Ich erinnere mich nämlich an diese Ecke hier. So, Kraxler brauchen wir auf jeden Fall. Der Vorteil ist, dass ich diesmal keine VM-Sklaven mitnehmen muss, sondern ich kann direkt dadurch. Ich gucke nur einmal noch schnell um. Ich habe ja Schütze mit dabei. Aktiv. Ich gucke nur gerade durch. Da bin ich mir fast sicher, dass da irgendwas ist. Das liegt doch nicht umsonst alles, ne? Ja, besser als nicht. Das ist ein Traumtag. Das ist ein zu drüber, aber ne, ist keiner. Okay. Gut, dann machen wir hier unten weiter, weil hier rechts geht es nämlich so weiter. Wie gesagt, ich wollte nur das Item mitnehmen. Also ein eventuelles Item, was da liegt. Und das kann. Manchmal ist es so. Da oben ist bestimmt auch noch was.
Tut mir leid, dass ich mir zwischendurch mal jede Ecke hier mitnehme. Da ist auch noch was. Nugget. Ein Nugget. Naja, auch. 5000 Poké-Dollar. Gut, dann gehen wir hier rein. Ich glaube, hier könnte wieder der richtige Weg sein. Ich bin mir aber fast nicht sicher. Ich gehe nur kurz hier. Hier kommen wir gerade gar nicht weiter, weil da ist nämlich eine Kaskade. Die haben wir noch nicht. Und damit wären wir, glaube ich. Oder kommen wir da doch weiter? Ist das doch der richtige Weg? Also, im Wasserfall kommen wir definitiv nicht hoch, das ist klar. Aber geht es dann trotzdem nichts weiter? Oder war das doch hier oben die Höhle? Ja, das war tatsächlich oben die Höhle. Da muss ich jetzt gucken, ob ich da hochkomme. So. Jetzt muss ich überlegen gerade. Wie komme ich da jetzt hoch? Wahrscheinlich hier unten lang. Also doch da unten lang. Okay. So. Oder war das jetzt doch der falsche Weg? Hier bin ich raus. Das waren doch die richtigen Wege, oder nicht? Kraxler, doch da hoch. Wie komme ich denn da hoch? Das war, weil das der falsche Weg war, muss es doch hier oben irgendwo doch noch weitergehen, oder nicht? Hä, da geht's nicht weiter. Hä? Das muss doch. Blöd. Doch jetzt da hoch. Doch die Höhle da oben. Also was doch der richtige, war das der richtige Weg? Dann will ich mich auf der anderen Seite von dem Ding und kann oben rum. Okay, dann war das doch der richtige Weg. Ich dachte mir, wäre da oben der Weg gewesen. Ne, hier steht ja weitere Rüpel. Alles klar, okay, Weg gefunden. Unsere Zeit wird kommen, eine Zeit, die nur uns gehört. Und deine Uhr trägt hier zurück. Eine Zeit, der es keine Pokémon gab. Hm. So, was hast du denn für uns? Ein Pudax. Ein Pudax. Ja, da habe ich auch ein bisschen überlegt, ob ich eins von den beiden ins Team nehmen soll, wo mir persönlich Papinella besser gefällt. Aber ich habe mich dann doch dagegen entschieden. Ne? Mal gucken, was wir so in der Paralleledition machen. Ich weiß es halt noch nicht. Oh nein. Nein, nein, hör auf. Aua. Toxin. Toxin ist doof, weil es wird mit jeder Runde stärker. Also die Vergiftung, der Schaden, den wir durch die Vergiftung nehmen, wird jeder Runde stärker. Ich habe es auch immer gerne gespielt, und zwar vor allen Dingen gerne in Kombination mit Egelsamen. Zweimal ein Pokémon, was angezogen wird, davon wird eine Attacke mal stärker und wir sogar noch KP zurück. Also ich muss ja nicht viel machen, außer halt diese beiden Attacken einzusetzen. Ich habe sie gerne auf dem Bisaflor gespielt und ja, manchmal ist es eine kleine Asi-Taktik, aber ich liebe sie. So, wenn sie nicht gerade gegen mich verwendet wird, so ist es richtig. So, ich muss gleich auf jeden Fall meinem Pokémon was beibringen. Und zwar Vitalis. Ich kenne hier sogar nicht mehr Vitalis. Ich überlege gerade, was habe ich jetzt als Gegner? Genau, ich habe mal etwas Pudox, also setze ich Kramchef ein. Ich weiß, dass Kramchef, der Käfer wird neutral gegen uns sein. Weil sehr effektiv auf Unlicht und nicht effektiv auf Flug und dementsprechend neutral. Aber dazu kommt es gar nicht. Das Pudox geht direkt baden. So, was haben wir denn jetzt als nächstes? Ein Golbat. Golbat. Das ist mich. Doch, dann wird sich weiterhin drauf, weil ich werde natürlich versuchen. Und viel Zeit haben wir noch. Wir haben noch ein bisschen. Gucken wir mal, ich komme heute. Aber tatsächlich den Gipfel in der nächsten Folge erst machen. Ich denke mal, das wird darauf hinauslaufen. So, Lawine. Wenn der, was er tut, gerade vorher angreift, wird es doppelt so stark und das könnte sein Ende schon sein. Ist mal ein bisschen risikobehaftet, aber es funktioniert. So, Rüpel ist besiegt. Ah. So,
dann muss ich jetzt mein Team mal heilen kurz, damit wir weitermachen können. Dann direkt. Und ich werde jetzt anfangen, gleich mal mein Team ein bisschen umzubauen. Also zumindest was ein Moveset betrifft. Und zwar bei unserem Rex Please, bei unserem Ramaidon. So, einmal kurz den Gegengift. Das meine ich gerade. Es kann nämlich sein, dass zwischendurch mal Nachrichten reinkommen. Aber das ist ja nichts Wichtiges. Das war es durch das Facebook gewesen sein. So, Angriff wird gesetzt. So, da gucke ich jetzt gerade mal wegen dem Steinhagel. Da war Steinhagel. Und zwar auf Ramaidon. Anti-Grafik. So, gut. Dann haben wir das nämlich auch drin. Und weiter geht's. Da ist ein weiterer Rüpel. Die Galaxie ist ja mächtig. Nur ein Tor würde uns trotzen. Schreibt man Tor dann nicht in. Schreibt man Tor dann nicht mit TH? Also klar, der Gott. Also, oder er meint das Tor. Ein verschlossenes Tor, dass er. Dass er da nicht weiterkommt. Das kann natürlich auch sein. Dann ist es natürlich richtig geschrieben. Ich war ein bisschen gerade irritiert. So, wir gehen mal drauf mit Icy. Auf dieses kleine, süßes Gankampu. Ach du, gib mir nicht. Ernsthaft? Finalschlag? So, wenn ihr uns diese Speerspitze oder beziehungsweise das Finale erreichen wollt, braucht ihr Pokémon um die Level 45. Wir sind jetzt gerade im Drecksbisar mit Inferno. Warte mal. Inferno. Genau, ich habe 50%. Stahl. Ich überlege gerade. Nee, tut mir leid. Vor allem bei einer 50%igen Wahrscheinlichkeit nur. Klar, die Verbrennung, aber die kriegt es auch durch die anderen Attacken. So, also Gorbat erneut. Wir haben einmal Lawine für uns. Der sitzt wieder auf Biss ein und das hat damit, ist damit sein Ende. Oder auch nicht, weil wir zurückschrecken. Ich hätte die Attacke durchbringen müssen, dann wäre es okay gewesen. Er setzt Kreideschrei ein und damit kommt er mit dem Glück tatsächlich um seinen vielleicht vorzeitigen K.O. hin. Na, kriegt er doch noch hin. Mit dem Volltreffer. Okay. Ja, nimm mal mit. Warum nicht? Rex Blizzard erreicht Level 44. Aber das Team sollte trotzdem stark genug sein, um die Speerspitze zu erobern. Aber, wie gesagt, die braucht so zwischen 45 und 50. Das sollte so vom Team her reichen. So. Warte mal. Ich muss jetzt gerade wieder was einsetzen. Top-Trank. Ich weiß, ich kann auch welche kaufen. Ich habe nur schon Kohle ohne Ende. So, da geht's nicht weiter. Da unten, sondern hier. Und ich guck mal, ob hier noch ein Item drin liegt. Und zwar ein weiteres Fluchtseil. Das nehmen wir auch gerne mal mit. Ah, okay. Mit dem Dings kommen wir da unten an die Höhle. Alles klar. So, genau. Okay. Dann.